Kart neu. Richtig nice. Und der Ausblick. Geil. Jo Leute, was geht ab? Euer Hartzweiler hier wieder am Start. Heute kommt mal wieder ein Video aus der Halle, denn ich habe heute was vor, so ein paar Kleinigkeiten, die ich erledigen muss. Und ja, kaum zu glauben, aber es schneit draußen schon wieder. Deswegen habe ich gedacht, ach, mache ich heute einfach was in der Halle, was ich schon mal lange machen wollte. Und zwar will ich das Go-Kart mal wieder fit kriegen. Das gehört ja den guten Adi. Zuletzt war ja der Auspufflocker, haben ja viele mitbekommen, die das Video gesehen haben. Da hat der Lossi gefuscht und das muss ich jetzt irgendwie ein bisschen in Ordnung bringen. Habe ich ihn schon gefühlt seit 2 Monaten versprochen. Und ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch die Husqvarna, die Husky, die müssen wir heute auch noch umbauen auf Enduro, denn wir fahren morgen auf Crossstrecke, eine Hammer. Habe ich schon mega Bock drauf. Der Bene kommt, der Sören kommt, Toni kommt natürlich auch mit. Ja. Ja, und dann wollte ich von dem guten Zip-Roller, der steht da, da wollte ich eigentlich die neuen Bremsbeläge einbauen, aber die passen nicht. Jetzt habe ich den guten Daniel von ScooterTech geschrieben, der hat mir jetzt die richtigen rausgesucht. Die schickt er mir zu, die müssten jetzt die Tage kommen. Und dann kommen auch schon die ersten Videos mit diesem wunderschönen Zip-Roller. Noch keine Ahnung, ich muss da auf jeden Fall noch ein paar Teile für bestellen, weil wir müssen da definitiv was von der Beschleunigung machen, dass er ein bisschen besser abgeht, damit wir damit ordentlich Wheelies üben können. So, dann habe ich hier noch ein paar schöne Sachen bestellt. Einmal ein 13er Ritzel. Das ist für die Enduro, also für die Husky. Denn ich habe original einen 14er drauf. Und ich bin ja Bene seine letzte Mal in Hammer gefahren, also auf der Crossstrecke. Und das war ein krasser Unterschied mit 13er Ritzel. Deswegen will ich das jetzt einfach mal austesten. Dann hatte ich hier noch Luftfilteröl bestellt. Und hier habe ich das für Sumo, habe ich Bremsflüssigkeit bestellt, und zwar von Brembo 5.1. Das Problem war letztes Mal, wo ich auf Rennstrecke war, dass meine Bremse ab und zu übergekocht ist. Und Henrik meinte, ich soll auf jeden Fall mal andere Bremsflüssigkeit draufknallen. Das ist die, die er auffährt, und er hat gesagt, die soll echt gut sein. Ich bin mal gespannt. Tja, und ansonsten gibt es was richtig Geiles jetzt. Ihr habt es euch immer ewig lang gewünscht, jetzt ist es soweit. Es gibt endlich Handyhüllen. Ich habe hier mal ein paar dabei. Und zwar einmal NATO-Grün. Hier habe ich noch eine NATO-Grün. Dann in Rot. In Hellgrün. Und einmal als Enduro. Die gibt es jetzt. Werde ich unten verlinken, den Shop. Und weil es jetzt das erste Mal im Video vorgestellt wird, für alle, die sich was bestellen und mir die Rechnung an meine E-Mail-Adresse schicken, die bekommen ein Sticker-Paket dazu. Das ist aber nur für die Leute, die das Video sehen. Der Rest hat Pech, ganz einfach. Nein, aber ja, das haue ich einfach als kleine Zusatzaktion mal raus. Also wie gesagt, wenn ihr mir die Rechnung an meine E-Mail-Adresse schickt, kriegt ihr dazu noch Sticker. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Wird Zeit, dass wir jetzt hier das gute Kart wieder startklar machen. Ich muss das gleich mal irgendwie ein bisschen aufbocken, ein bisschen seitlich, weil man kommt an den Auspuff hier mega beschissen unten dran. Man hat echt keinen Platz großartig. Ja, man sieht, immer noch locker. Das reparieren wir jetzt gleich, und dann wollte ich eigentlich damit mal eine Testfahrt machen, ob das denn endlich hinhaut. Ja, aber erstmal suche ich was zum Aufbocken. So, ich habe ihn gerade mal geguckt, also besser gesagt eher gefühlt, und es fehlt eine Schraube. Aber ich habe gerade in der Halle geguckt, wir haben mal wieder keine da. Wir brauchen eine M6 oder eine M8, deswegen fahren wir jetzt ganz schnell zu meinen Eltern und holen eine Schraube. Und nochmal aufschließen. Ich habe nämlich den Autoschlüssel vergessen. So, jetzt sind wir im Heiligen Reich von meinem Vater. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier sieht schon ganz gut aus. Ja. Ich nehme trotzdem ein paar verschiedene Längen mit, weil ich nicht weiß, was wir für eine Länge brauchen. Die werden zu lang sein. Ich nehme trotzdem eine mit. Im Notfall kann ich die ja noch kürzen. Und hiervon, ja. Mangelware!
Ja, nehmen wir noch eine zweite. Aber. Nur noch zwei Unterlegscheiben mit. Und zack, haben wir alles, was wir brauchen zum Reparieren. Ein schöner Bus. So, da sind wir wieder zurück. Ich fummel jetzt mal die Schraube da irgendwie rein. Denn da brauche ich definitiv beide Hände für, um das vernünftig da irgendwie hinzukriegen. Das wird eine richtige Fummelei, ey. Oh, fuck. Naja, lässt sich nicht ändern. So, ich habe die ganze Sache jetzt mir doch nochmal ein bisschen vereinfacht. Und zwar habe ich jetzt einfach komplett auf die Seite gestellt. Und jetzt... Achso, da. Jetzt sieht man auch ganz gut, dass da oben... Ich sag mal, ich gehe da mal hin. Das genau hier oben, da sieht man das Gewinde so ein bisschen. Da fehlt die Schraube. Ich denke mal, so komme ich ein bisschen besser dran. Juhu! So. Nice. Jetzt gehen wir mal gucken. Man sieht ganz gut die neue Schraube da. Die andere, die untere, habe ich auch mal festgezogen. Jetzt stelle ich das Kart wieder richtig hin und hoffe, dass es dicht ist. So, ich musste ihn gerade erstmal über Buchungskabel holen, weil wir keinen Signal haben, aber... Das Kart neu. Und der Ausblick. Geil. Ja, ich würde jetzt gleich einen Helm schnappen und damit erstmal eine Runde drehen, also eine Testfahrt machen und dann mal schauen. So, ich habe gerade eine Testfahrt mit dem Kart gemacht. Hat alles wunderbar geklappt, der Auspuff ist dicht, die Schrauben halten. Wie gesagt, da hat der Lossi mal wieder frisch einfach nur betrieben. Hauptsache schnell, schnell, schnell machen. Ich denke mal, er hat vergessen, eine Schraube anzuziehen und hatte sie nicht richtig festgezogen. Die hat sich dann langsam durch die Vibration gelöst und er ist verloren gegangen. Wie gesagt, ich habe jetzt eine neue reingemacht, die richtig festgemacht und läuft wunderbar. Hat richtig Spaß gemacht, aber leider ist es arschkalt heute. Deswegen bin ich nur eine kurze Runde gefahren. Das Video dazu kommt dann auf jeden Fall die Tage. So, als nächstes werde ich gleich die Husqvarna wieder umbauen auf Enduro, denn wir sind morgen auf Crossstrecke, wie gesagt. Aber das brauche ich ja nicht filmen, das kennt ihr ja eigentlich alles schon. Es wird irgendwann demnächst nochmal ein Video kommen, wo ich die komplett von Enduro auf Sumo umbaue und da einfach mal die Zeit stoppe, wie lange ich brauche, um die umzubauen. Aber wie gesagt, dazu kommt dann die Tage irgendwann im Video oder nächste Woche oder irgendwann anders. Ja! Und dann werde ich auf jeden Fall die Tage noch einen neuen Heckrahmen bestellen, damit mein Heck wieder gerade ist, weil das geht mir richtig auf den Sack, dass das richtig schief ist. Man sieht es ja hier richtig drauf. Ja, aber der neongelbe Plastiksatz sieht so nice aus, wenn er neu ist. Da kommt auf jeden Fall auch nächsten Monat, also kommt ein neuer Plastiksatz drauf, weil der alte ist fix und alle. Und ich denke mal, ich werde davon einfach alle Teile verschenken. Von dem Plastiksatz. Weil das Heck ist sowieso komplett kaputt gebrochen. Mal schauen, wie ich es dann mache. Vielleicht ein Gewinnspiel oder sowas. Ja. So, damit beende ich das Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da und ich sage auf jeden Fall bis mein Fuß hängen geblieben. Und ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss. Achso, noch eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich ja noch diese wunderschönen 22 Zoll Felgen hier liegen. Die habe ich jetzt mittlerweile, liegen die seit 2,5 Jahren oder 3 Jahren, liegen die einfach nur noch hier rum. Die nehmen mega viel Platz weg, weil die auch einfach riesig sind. Falls jemand Interesse hat und die kaufen will, ich würde die echt für einen guten Preis abgeben. Die passen überall drauf, was SUV-mäßig ist und was einen Lochkreis von 5x120 hat. Wegen Eintragung sollte man die auch eingetragen kriegen per Einzelabnahme. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, falls einer Interesse hat, könnt ihr mir auf Instagram oder so mal schreiben. Ich weiß nicht, so 800 Euro will ich dafür haben oder 700, je nachdem. Spurplatten hätte ich dafür auch noch da. Also wie gesagt, ist echt ein günstiger Preis für die Felgen. Falls jemand Interesse hat, einfach schreiben. So, jetzt bin ich aber weg. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.